Oh, die fand ich richtig scheiße später. Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Reise in die Vergangenheit. Ich habe mir mal überlegt, es wäre doch vielleicht ganz interessant und wahrscheinlich auch ganz schön lustig, wenn wir mal einen Blick in meine Vergangenheit werfen. Ich habe hier einige alte Bücher gefunden. Das ist hier zum Beispiel ein altes Tagebuch von mir. Ich habe aber auch noch ein altes Schulfreundebuch, wo noch ein paar Infos drinstehen. Unter anderem über mich, natürlich auch über meine damaligen Schulfreunde. Euch interessiert dann eher das, was über mich da drin steht. Ich würde gerne mit dem Schulfreundebuch anfangen. So, es ist da noch ein ganz altes mit einem Dino, wo Olli drauf steht. So, wollt ihr mal meine Seite sehen? Ist das nicht ein wunderschönes Bild? Ich glaube, da war ich in der 2. Klasse. Spitzname, also, lüfte jetzt das Geheimnis. Ich heiße nicht Ina mit Vornamen, sondern Ina ist nur mein Spitzname. Ja? Mein richtiger Name ist Christina. Spitzname ist Chris. Mich hat niemand Chris genannt. What the hell? Ich habe mehrere Spitznamen. Chrissy, Tina, Chris. Ja, aber Chrissy, in der Grundschule war Chrissy sehr beliebt und Gott sei Dank irgendwann Ina gekommen. So, am liebsten sammle ich Käfer. Ja. Und Nintendo-Spiele. Ja, also meine Affinität zu Games war da schon zu erkennen. Meine Hobbys waren Reiten, Schwimmen und Volleyball. Ich habe mit 12 Jahren angefangen, Volleyball zu spielen im Verein. Ja, ungefähr 10 Jahre gemacht. Meine heißesten Schmöker. Tierbücher. Mickey und Donald, die Wendy, der Klassiker. Ich war ein kleines Pferdemädchen. Ich habe mit 7 Jahren reiten gelernt. Ich habe mir. Wann kam die Wendy immer einmal die Woche raus? Dann habe ich sie auf jeden Fall einmal die Woche auf jeden Fall gekauft. Und mein ganzes Zimmer hing voll mit Pferdepostern. Ein Herz für Tiere war auch noch eine Zeitschrift, die ich mir oft gekauft habe von meinem Taschengeld. Super Songs, auf die ich stehe. Durchgestrichen von der Kelly Family. An Angel. Von Tic-Tac-Toe. Kurze Anekdote. Tic-Tac-Toe durfte ich aber offiziell nicht hören von meinen Eltern aus. Wieso eigentlich nicht? Mama, Papa, hör mal. Spice Girls. Oh, und das Lied Mama von den Spice Girls war. Mal rausfinden, wann das rausgekommen ist. Dann wissen wir ungefähr, wann es gewesen ist, dass ich hier in dieses Buch geschrieben habe. Dieses Schulfach finde ich gut. Rechnen, Sport und Religion. Mein Traumberuf damals Tierärztin. Ich wollte ganz lange Tierärztin werden, aber das hat sich dann auch irgendwann erledigt. Jetzt haben natürlich alle meine Freunde hier noch reingeschrieben zu dem Zeitpunkt. Aber ich denke, da möchte ich jetzt eine Information rausgeben. Ich hoffe, das könnt ihr verstehen. Teilweise Leute drin, mit denen habe ich überhaupt nichts mehr zu tun. Oh, die fand ich richtig scheiße später. Oh, und mein Crush damals. Da habe ich sogar ein Herzchen hingemalt. Mein Bruder, der hat da auch noch hier reingeschrieben. Ja. Einfach eine Kirche. Was ist das? René, was ist das? Du hast einfach eine Kirche dahin gemalt. Ich habe nochmal reingeschrieben. Habe ich auch kein Datum. Mann, warum habe ich denn kein Datum? Okay, der zweite Eintrag, aber leider ohne Foto. Adresse, großes Zimmer im ersten Stock. Am liebsten sammle ich Niki-Sachen. Oh, wer kennt's noch? Die Kuscheltiere von Niki. Ich hatte eine Milliarde. Alle waren männlich und jeder hatte seinen Namen. Genau. CDs. Am liebsten sammle ich Boys. Mäuse. Okay. Poster, Fotos. Poster zweimal. Meine Hobbys: Reiten ist geblieben. Volleyball. Musik hören. Friends. Schlafen ist heute immer noch mein Hobby. Malen ist heute immer noch mein Hobby. Mit Tieren knuddeln. Ja, ist ein super Hobby. Ja, finde ich eigentlich super. Französisch? Okay, da war ich schon auf jeden Fall auf dem Gymnasium. Französisch hatte ich in der ab der 7. Klasse. Meine heißesten Schmöker, Sattelclub und Schlangenbücher. Ah! Fun Fact über mich: Ich hatte mal eine Schlange als Haus, nämlich eine Kornnatter. Ich kann euch gerne mal hier ein Bild einblenden. Das ist Yami gewesen, eine Kornnatter. Ich glaube, die Farbe hieß Ghost. Und ich habe sie mit 40 cm bekommen und verkauft mit 1,20 m. Super Songs, auf die ich stehe: Sarah Connor, From Sarah with Love. From Sarah with Love. Rock-DJ. Oh, Robbie Williams war richtig angesagt zu der Zeit. Alles außer den neuen Robbie. Was? Hä? Was lese ich denn da hier vor? Das ist ja total widersprüchlich. Rock-DJ, alles außer den neuen Robbie. Der hat ein neues Album rausgebracht, was mir nicht gefallen hat wahrscheinlich. So, dieses Schulfach finde ich gut. Französisch, Sport, Deutsch. Hä? Wann fand ich Deutsch gut? Deutsch war immer scheiße. Ich habe immer schlechte Noten in Deutsch geschrieben. Mein Traumberuf, I don't know.
Ja, habe ich schon geübt für meinen Englisch-LK, den ich dann Jahre später belegt habe. Okay, also das war das Freundschaftsbuch. Ich möchte euch aber nicht vorenthalten, was ich in mein tolles Tagebuch geschrieben habe. Und zwar ist das jetzt von 2000. Das ist 21 Jahre her, dass ich da reingeschrieben habe. Teilweise vom 11.09., also ist ungefähr 21, also fast genau auf die Tage, ist es 21 Jahre her, dass ich in dieses Buch geschrieben habe. Aber Leute, damit niemand in eure Tagebücher schaut, ja, da hilft das auf jeden Fall, ja. Wer in dieses Tagebuch hineinschaut, wird für immer verflucht. Wisst ihr Bescheid. Ihr seid jetzt auch verflucht. Die Hexe Ina verflucht euch. So, lehnt euch mal zurück, genießt die Tagebucheinträge eines 12-jährigen Mädchens. Beziehungsweise ich war da 11. Weil das war vom 29.06.2000 in dem Jahr, anderthalb Monate später, oder einen Monat später ungefähr, 12 geworden. Liebes Tagebuch, zurzeit bin ich total verliebt. Er heißt Stefan, seine braunen Augen funkeln wie die Sterne. In der Schule sitzt er neben mir, doch es gibt drei andere Mädchen, die mir Konkurrenz machen. Anke, Karina. Erst hatte Anke zu mir gesagt, dass sie mir keine Konkurrenz mehr machen wollte, weil sie jetzt jemand anderes liebt. Doch irgendwie glaube ich ihr nicht. Und Stefan kann ich auch nicht mehr vertrauen. Darum habe ich Fabio und Miguel angeheuert, es herauszufinden, wen er liebt. Weiß nicht, was ich tun soll. Das war intens, Leute, oder? Tagebucheintrag Nummer 2 vom 30.06.2000. Mir ist diesen Monat etwas ziemlich an den Kopf gestoßen. Als der letzte Schultag war, bin ich so schnell wie möglich zum Bus gerannt. Annika wollte mir einen Platz freihalten. Doch als ich hineinkam, saß Anke neben ihr. Sie erzählte mir, sie hätten sich schon vorher abgesprochen, doch ich wusste, dass sie lügt. Bin herausgerannt und zum anderen Bus, wo Maren schon auf mich wartete. Zum Glück hat uns dann Irmi abgeholt. Ab jetzt ist Anke doof. Ja, lässt tief blicken, meine Kindheit. Vom 2. Juli 2000. Heute hatten meine Mama und mein Papa Hochzeitstag. Morgens gingen wir zuerst in einem schönen Lokal essen bzw. frühstücken. Von meiner Oma bekamen mein Bruder und ich 20 Euro. Von meinem Onkel bekamen wir 10 Euro. Danach bin ich mit Sarahs Vater mitgefahren, denn wir mussten Sarah abholen, um bei mir zu schlafen. Jetzt in diesem Augenblick sitzt Sarah bei mir am Schreibtisch und schmiert sich Nagellack auf die Fingernägel. Ich glaube, es wird noch ein schöner Abend mit ihr, denn um 20.15 Uhr kommt Spice Girls, der Film. Tschüss. Dann steht hier eine Liste an Cheats für Age of Empires. 1000 S, 1000 Stein, 1000 Holz, Tiere kontrollieren, Sofortgebäude, Mission aufgeben, Saboteur. Aha, also schon mit 12 Jahren äußerst kriminell in der Gaming-Szene unterwegs. Tagebucheintrag Nummer 4. Ferien sind schon vorbei und die Schule hat begonnen. Ich habe sogar meinen Verehrer gewechselt. Fabio, er ist schnuckersüß und hat einen Humor wie kein anderer. Stefan ist richtig doof. Er hängt nur noch mit Anke herum. Bald fahren wir in die Jugendherberge und da versuche ich Fabio näher zu kommen. Speedy ist jetzt auch weg. Kevin hat ihn bekommen. Bye. Anke ist doof. Wie sieht's bei euch aus? Hattet ihr auch Haustiere? Und dann schreibt mal in die Kommentare, was ihr für Haustiere hattet. Und wenn euch der Content gefällt und ihr noch mehr erfahren möchtet, dann lasst doch gerne ein Abo da und aktiviert. Tagebucheintrag Nummer 5 vom 17.09. So, der davor war vom 6.9. Entschuldigung. Hallo. Es ist jetzt 10.45 Uhr und ich liege gerade in meinem Bett und schreibe in dieses Tagebuch. Gestern Abend bastelte ich für Fabio einen Kettenanhänger. Dann steckte ich in ein Kuvert und als es dunkel war, schlich ich mich an die Haustür von Fabio und legte es vor die Tür. Jetzt habe ich voll das komische Gefühl, dass er mich nicht mag und es einfach kaputt macht. Was soll ich machen? In unserem Garten laufen seit heute 3 Minikatzen herum. Wir glauben, dass es Tinkers Geschwister sind. Gerade noch spielen wir noch Heroes The Might of Magic 3. Es hat viel Spaß gemacht. Tschüss mit Küss. Tschüss mit Küss. Das war der Tagebucheintrag. Tinker ist oder war unsere Katze. Wir hatten neben uns ein Grundstück, Baugrundstück. Wir waren im Garten, mein Bruder und ich. Wir waren Bogenschießen, so. Und wir hörten die ganze Zeit miauen. Und dann sind wir rübergeklettert auf das Grundstück und haben dann eine kleine Babykatze gefunden, die
total geschwächt war und die hatte auch schon Maden unten am After, wo die sich dann schon durchs Fleisch gefressen haben und so. Und dann haben wir die aufgepäppelt und dann war Tinka, unsere Katze, für 10 Jahre ungefähr. Und dann sie leider einschläfern lassen, weil sie was an der Leber hatte. Aber es war nie geplant, dass wir eine Katze bekommen, aber es war eine sehr, sehr, ein Bild von ihr. Oh, jetzt kommt ein interessanter Tagebucheintrag mit einer sehr interessanten Zeichnung. Vom 17.09.2000. Liebes Tagebuch, heute spielten wir die ganze Zeit Hero. Es hat viel Spaß gemacht und jetzt tun mir noch die Augen. Mein Bruder ärgerte mich den ganzen Tag lang, aber es war sehr lustig. Ina Fuddel. Aue Augen. Ein Traum. Ja, wir saßen wirklich, also mein Bruder und ich und teilweise mit meinem Cousin, saßen wir dann vor dem PC und haben Heroes of Might and Magic 3 gespielt. So ein Tagebucheintrag machen. Vom 18. September 2000. Da war ich übrigens dann auch schon 12. Liebes Tagebuch, heute war ich beim Volleyball. Wir haben jetzt 2 neue Spielerinnen, Maria und Samantha. Nadine war heute auch nicht da. Das war gut. Fabio hat mich zum Glück noch nicht angesprochen wegen des Briefes. Und noch was anderes. Ich schrieb vorhin einen Brief als Entschuldigung. Tschüss und vergesst nicht, Anke ist doof. Als ob ich da irgendwie, keine Ahnung, was habe ich gedacht? Ich habe das Tage mit ihr angesprochen. Euch, ihr. Was habe ich denn gedacht? Ich habe schon im Voraus gedacht, ich werde dieses Tagebuch einer großen Masse an Leuten zeigen oder was. Oh, der nächste ist aber noch interessant. Den möchte ich euch nicht vorenthalten, aber dann... Dann sind wir genug abgetaucht in meinem Tagebuchfeld. Vom 4. Oktober 2000. Das Tagebuch. Fabio hatte schon erraten mit dem Brief, aber es war doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich gestand ihm, dass ich ihn liebe, in der Jugendherberge, in Form einer Chipstüte, und er freute sich darüber. Was? Später auf dem Spielplatz gestand ich es ihm nochmal. Maren ist auch in Fabio verknallt, aber ich finde das schon okay. Ist doch klar, dass sich jeder in ihn verliebt, wenn er so nett ist. Da kann doch kein Mädchen Nein sagen. So, tschüss. Vergesst aber nicht, Anke ist doof. Naja, immerhin ist Anke nicht in Fabio verliebt, sondern Maren, und das ist schon okay. Und, Leute, ihr wisst, der Tipp Number One, um Jungs rumzukriegen mit einer Chipstüte. Sag's euch. Ach, wenn man sich das so durchliest... Und so, ich weiß, ich würde ja jetzt gerne bis jetzt bei den 12-Jährigen. Läuft es da komplett anders? Ja gut, jetzt das Handy-Zeitalter, das digitale Zeitalter wird wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders sein, ein bisschen anders laufen. Aber ich war früher oft verliebt in irgendwelche Jungs aus der Klasse oder aus der Parallelklasse. Als ich wirklich noch sehr, sehr jung war, da habe ich dann noch immer Geschenke gemacht heimlich und habe vor die Tür gelegt, so wie ich das gerade ja vorgelesen habe. Fabio! Wenn du das hier hörst, ja, früher war ich mal in dich verschossen, aber du warst immer nett zu mir. Das werde ich dir vergessen. Ja, Fabio ist wirklich immer durchweg, immer ein netter und höflicher Mann. Oder aus ihm ist auch ein netter, höflicher Mann geworden. Kann man so sagen. Ich habe irgendwas Schlechtes mit ihm verbunden. Während andere Jungs aus den Klassen mich auch schon mal gerne geärgert und gemobbt haben. Wenn du das hörst. Props gehen raus auf an dich. Ja. Ja, ich würde sagen, das war's. Der kleine Einblick in meine Vergangenheit. Und ich freue mich, wenn ihr ein Like da lasst oder einen Kommentar. Was mich vor allem interessieren würde, wart ihr auch früher so crazy? Wirklich, ich weiß noch nicht, ob man das crazy nennen kann, aber habt ihr auch irgendwelche... Wart ihr, als ihr früher als Kind oder als... Jugendliche verknallt wart, seid ihr auch da so, habt ihr auch so cringige Sachen gemacht und in euer Tagebuch geschrieben? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!